Herr Luzifer. Machen wir so. Ist gut. Ist gut, dann schicke ich Ihnen möglichst bald die Unterlagen, ja? Ist gut. Ja, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als Ihnen schöne Tage zu wünschen und schönen Gruß an die Familie, nicht wahr? Ist gut, Herr Luzifer. Machen Sie es fein. Ja, mache ich. Gut. Wiederhören. Sibylle, ist der Kontakt in Skype schon angedreht? Ja, ich sehe schon. Gut, danke. Sehr geehrtes Herr Christkind oder Frau, ich mach's kurz, ich wünsche mir fürs erste Quartal 2016 mal eine Devisensteigerung von 3,8%, wäre sehr freundlich. Weiters da der neue Entschluss der Bundesregierung wegen dieser Entlastung für mittlere Unternehmen ist sehr unpraktisch und problematisch für unsere Firma. Da wäre es sehr freundlich, wenn Sie nochmal drüber gehen würden und bald Ergebnisse schicken könnten. Wir haben Ihnen eine Mail geschickt, da ist der ganze Folder drin, da können Sie nochmal schauen, ob alles passt. Und wenn Sie Fragen haben, meine Sekretärin hat sicher Zeit. An der Stelle sollte ich vielleicht auch nochmal erinnern, dass der Steuerausgleich aus dem Jahr 2013 und 522, der ist noch ausständig. Da würde ich Sie aber gerne bitten, mal nachzuschauen, ob Sie den schon gefunden haben. Ich sehe, da kommt schon was Neues rein. Gut, schönen Gruß an die Familie, an den Vater besonders, und wir sehen uns dann bald. Ja, lassen Sie von sich hören. Wieder. Ja, Herr Gandhi. Herr Gandhi, freut mich sehr. Neue Probleme, verstehe. Ja, wegen dieser schweren Körperverletzungssache. Ja, verstehe. Ja. Na, ich habe da einen Cousin. Der kann da wahrscheinlich aushelfen. Da werden wir schon was schaffen. Ja, ist gut.